Herzlichen Dank. Auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich möchte euch kurz mal erzählen, worum geht es hier eigentlich heute? Also was erwartet euch? Also ich möchte einsteigen mit generellen Fragen. Wie relevant ist Black Friday und Weihnachten eigentlich für euch? Ich möchte euch generell Tipps mitgeben, Dinge, die ihr jetzt schon vorbereiten könnt, um nicht eben in dieser crazy Zeit genau vor dem Black Friday eben alles machen zu müssen. Und dann gehen wir quasi in die konkreten Maßnahmen. Und das sind quasi drei Stück. Wie gewinnen wir mehr Kontakte? Wie generieren wir mehr Bestellungen? Und wie schaffen wir es, dass die Leute bei uns bleiben? Wie gewinnen wir quasi mehr Retention? Aber um nochmal kurz Hallo zu sagen, ich bin Caro, ich bin bei Tante E zuständig für alle Themen rund um E-Mail-Marketing, ich bin Klaviyo-Expertin und ich freue mich sehr, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, merkt euch dieses Gesicht, vielleicht kennt ihr es schon, aber genau. Und auch nochmal ganz kurz zu meinem Gesprächspartner hier, wenn er sich auch nochmal vorstellen möchte. Willst du das oder nicht? Ja, ich kann noch mal ganz kurz was von mir sagen. Genau, ich bin Adrian. Genau, primär Shopify-Experte, aber man kommt bei Shopify quasi nicht gefühlt drum rum, Klaviyo und E-Mail-Marketing zu nutzen, weil es einfach ein Kanal ist, um im Kontakt zu bleiben mit den Kundinnen und Kunden. Und entsprechend, genau, habe ich auch sehr, sehr viel mit Klaviyo immer schon getan, seit Jahren, als das Tool auch noch auf Englisch war und gar nicht auf Deutsch übersetzt und Co. Deswegen, genau, bin ich halt hier heute auch am Start, um auch noch mal so ein bisschen Input quasi, ein bisschen Beispiele mitzubringen. Genau, super. Also gehen wir auch gleich los. Also ganz, ganz am Anfang beginnen wir wirklich First Things First. Weihnachten, Black Friday, Cyber Monday, ist das überhaupt relevant? Warum ist das so? Drei Dinge, die ihr generell mal beachten solltet, wenn ihr in die Vorbereitung geht. Überlegt euch, was passiert. Es wird eine höhere Kauflaune geben und dadurch auch eine höhere Conversion Rate. Das heißt, wir haben generell Potenzial für mehr Umsatz. Das muss ich eigentlich keinem erzählen. Aber es wird dadurch auch natürlich mehr Traffic und auch daher Neu-Traffic geben. Das brauchen wir, um neue Leads zu gewinnen. Da gehen wir in Schritt 3 dann dran. Auch wenn ihr keine speziellen Aktionen fahrt, auch wenn ihr nicht super viel ausgebt für irgendwelches Marketing, die Leute, besonders die, die euch vielleicht schon kennen, die werden auf euren Store kommen, weil sie vielleicht einfach mal gucken können, ja, was geht denn da vielleicht? Vielleicht macht ihr ja was zum Black Friday. Also da wird auf jeden Fall mehr Traffic passieren. Und wenn ihr denn Customer Acquisition, also CA betreibt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die CAC, also die Customer Acquisition Cost, also die Kundenakquisekosten, wesentlich höher sein werden. Es gibt keine Saison im Jahr, wo das mehr ist. Das heißt, da gehen wir dann auf den letzten Punkt ein, Retention. Wie behalten wir quasi Leute bei uns? Und deswegen müssen wir schauen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Das sind so die drei Kernpunkte, die ihr beachten solltet. Und jetzt, was können wir eigentlich machen? Weihnachten beginnt quasi jetzt, Black Friday, Cyber Monday auch. Bevor wir mit der Strategie beginnen, überlegt euch, was sind eure generellen Ziele? Was für Umsatzziele nehmt ihr? Welche Produkte möchtet ihr in den Vordergrund stellen? Habt ihr Produkte überhaupt, die sich dafür überhaupt eignen? Oder sagt ihr, da spielen wir gar nicht mit? Und auch nochmal, was sind eure Corporate Values? Wie ist euer Image? Überlegt euch, welches Spiel ihr spielen möchtet im Black Friday, Cyber Monday und Weihnachtsgame. Das sind so grundlegende Sachen, das klingt total banal, aber wenn ihr euch diese Ziele nicht setzt, dann könnt ihr keine vernünftige Strategie auf den Weg bringen. Und idealerweise macht ihr das jetzt. Deswegen machen wir jetzt schon im September, 2 Monate vorher, dieses Webinar, damit wir einfach früh genug in die Saison starten. Also macht euch Gedanken über diese drei Punkte und schaut, wie ihr das Ganze angehen könnt. Auch nochmal eine ganz grundlegende Frage. Wie relevant ist Black Friday und Cyber Monday überhaupt für euch und auch für die Marke? Lohnen sich überhaupt diese hohen Akquisekosten für den späteren Effekt? Also überlegt euch, müsst ihr in dem Ads-Game mitspielen? Müsst ihr alle Auktionen gewinnen? Ist das wirklich das, was ihr machen möchtet? Oder vielleicht könnt ihr euch auch auf andere Kerngeschäfte konzentrieren? Vermutlich ist die Antwort, Black Friday ist für euch wichtig, deswegen seid ihr vermutlich hier. Aber trotzdem, stellt euch diese Fragen. Und jetzt geht's auch schon in die generellen Tipps. Bei Klaviyo habt ihr ja einen gewissen Pricing-Plan. Dieser Pricing-Plan erlaubt euch, eine gewisse Anzahl an Profilen anzuschreiben. Und da ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt anfangen, ganz stark Leads zu gewinnen über verschiedenste Kanäle, eben auch über Pop-ups und E-Mail, dann müssen wir gucken, dass wir den Plan so hochstufen, dass wir auch unsere Kampagnen und unsere Flows, die da dazugehören zu Black Friday und Cyber Monday, auch ausspielen können. Das heißt, guckt nochmal nach. Habt ihr das Limit schon erreicht? Müsst ihr das vielleicht hochstufen oder müsst ihr vielleicht vorher schon mal aussortieren ein paar Kontakte, damit ihr eben nicht dieses Limit überschreitet? Das sieht dann quasi so aus. Also ihr habt ja immer im Account eure Usage Data. Hier sehen wir 99% des Channels wird quasi genutzt. Ihr habt so viele aktive E-Mailable Profiles, more or less. Und da müsst ihr gucken, stoßen wir jetzt schon an die Grenze? Wenn wir jetzt anfangen, Leads zu generieren, dann kommen da ja mehrere Tausend im Idealfall dazu. Und dann können wir die nicht mehr erreichen. Und deswegen immer gucken. Aber auch genauso wichtig, nach Black Friday stuft wieder runter. Denn Klaviyo macht nichts automatisch. Also wenn ihr sagt, wir haben mit 25.000 Leuten angefangen, wir stufen jetzt
jetzt hoch auf 30.000, zahlen dann irgendwie $100 mehr, dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr das, sollte diese Zahl nicht mehr da sein, weil ihr auch Leads wieder aussortiert, dass ihr das wieder runterstuft. Ganz simpler Tipp, aber wirklich übersehen ganz, ganz viele. Gehen wir jetzt wirklich direkt dahin, wo es interessant ist, nämlich in die Generierung von Leads. Und zwar, damit wir erstmal ein bisschen rausfinden können, wer besucht uns überhaupt zu Black Friday und Cyber Monday. Es gibt so 6 verschiedene Kundenpersonas. Wir haben uns 3-mal rausgesucht, weil wir die ganz gut charakterisieren konnten für euch. Und die sind vielleicht auch die, die man so ein bisschen vergisst. Beziehungsweise, das sind so die, wo wir sagen, da geht's quasi los. Also wir fangen quasi an. Wir haben die Schaufenster-ShopperInnen. Das ist so eine Person, die eure Marke vielleicht als Geschenk in Betracht zieht und die könnten daher auch so ein bisschen neu für die Marke sein. Also suchen sie nach Infos, sie wägen Vor- und Nachteile ab und die haben längeren Verkaufszyklus und benötigen halt auch einfach Betreuung. Heißt also, das sind die, die vielleicht jetzt schon langsam anfangen und sich Marken angucken oder vielleicht auch Anfang November schon und so ein bisschen schauen, ja, was passiert da eigentlich? Was können wir da tun? Wie können wir die abholen? Ganz abgesehen von dem klassischen Newsletter-Pop-Up, wo man einfach das Pop-Up hat und dann trägt man sich für den Newsletter ein und die werden dann in die Marke reingebracht, kann man zum Beispiel auch Browse und Cart Abandonment mit reinbringen. Da gibt es ja auch Flows, die man aufsetzen kann, wo Leute einfach, wenn sie den Browser abbrechen, einfach den Shop verlassen, eine Nachricht bekommen oder auch beim abgebrochenen Warenkorb. Und da ist natürlich total wertvoll, wenn ihr User-Generated Content, hier kurz UCG, reinbringt. Denn diese Leute, die kennen euch noch nicht gut, die wissen noch nicht, wer ihr seid. Und wenn ihr das schafft, durch User-Generated Content Trust aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und auch zu sehen, ach ja, echte Menschen haben da wirklich gekauft und die fanden es gut, dann ist das natürlich toll. Genauso geht das natürlich auch noch mit Reviews zum Beispiel, die ihr einsetzt. Und genauso wichtig ist es halt auch, informative Inhalte reinzubringen. Und wenn ihr sagt, nee, wir wollen jetzt keine große Kampagne machen oder wir wollen keinen Flow machen, dann könnt ihr diese aktiven Browser aber auch mit Facebook verbinden und die als aktive Audience quasi haben, um die dann auf Facebook zu bespielen. Das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man diesen Hebel auch nutzen kann. Die nächste Person ist eigentlich ganz, ganz großer Klassiker, auch für die Leute, auch besonders vor Weihnachten, sind die Last-Minute-Menschen. Die sind die auf dem letzten Drücker. Das könnten Leute sein, die relativ selten bei euch sind, weil sonst hätten sie vielleicht vorher schon das Geschenk gekauft oder die Dinge, die haben vielleicht schon mal vorher Black Friday, Cyber Monday Sachen genutzt von euch. Die sind die größte Sorge sind quasi die Lieferzeiten und natürlich haben sie durch den Zeitdruck vielleicht aber auch eine höhere Budgettoleranz. Heißt, man kann da so ein bisschen vielleicht andere Angebote spielen. Was ist da am wichtigsten zu tun? Wir müssen die Versandkosten auf jeden Fall ganz klar kommunizieren und idealerweise auch Expresslieferungen anbieten, wenn ihr das könnt. Und in der Kommunikation könnte man auch sagen, wir erzeugen so ein bisschen Dringlichkeit durch Countdown-Timer oder auch den Hinweis zum letztmöglichen Versanddatum. Das kann man in unterschiedlichsten Sachen machen. Wir können das auf Pop-Ups machen mit dem Countdown-Timer. Das erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Oder auch in Kampagnen. Das ginge zum Beispiel. Die letzte Person ist so die Impulskäuferin, der Impulskäufer. Das sind so Leute, die einfach so aus einer Laune heraus kaufen und meistens zuerst bei Angeboten oder Launches kaufen. Also wenn das Produkt gerade heiß ist, da sind die interessiert dran. Die haben möglicherweise eine höhere Kauffrequenz als andere und die kommen auch häufig über soziale Kanäle. Na klar, wir kennen es alle. Wir sind auf Instagram, vielleicht dann auch auf Facebook oder auf Pinterest und gucken dann und bekommen eine Nachricht oder eine Ad und dann sehen wir, ach Mist, ja, sehr spannend. Klicken wir mal drauf und dann sind wir vielleicht schon kurz vorm Kauf. Da ist jetzt ganz klar, was müssen wir machen? Also exklusive Zugänge für Angebote und Produktlaunches. Klar, das müssen wir denen bieten. Das können wir über Kampagnen machen. Das können wir theoretisch auch über Pop-Ups machen oder über Flows. Und natürlich, was auch spannend ist, ist generell Cross-Selling und Upselling direkt im Kauf oder auch direkt im Anschluss nach dem Kauf. Und natürlich ganz klar generell auch, dass die Customer Journey auch glatt läuft. Ne? Also überlegt, woher kommen die Leute, was sind die Funnels und wo kommen die Leute her und funktioniert zum Beispiel, wenn jemand von Instagram kommt, auch der mobile Checkout. Können die sich gut auf den Newsletter eintragen? Also diese ganzen Sachen, die müsst ihr dann quasi mitbedenken. Und hier haben wir mal 2 ganz plakative Beispiele für unterschiedliche Inhalte, für unterschiedliche Personas. Wir haben hier einmal den VIP-Access mit 35% off, richtig laut und richtig so flashy. Da sehen wir, das passt natürlich vielleicht nicht unbedingt zu den Fenstershoppern, weil die sehen, ach ja, das ist ein gutes Angebot, ja, ist vielleicht ganz spannend, aber das sind keine Informationen. Und zum Beispiel hier auch, ne, wir wollen Dringlichkeit assoziieren oder suggerieren. Also beeil dich, die Zeit läuft aus.
Wenn es jetzt quasi darum geht, diese Kunden zu bespielen, dann müssen wir sie natürlich idealerweise für Kampagnen, für Pop-ups, für Flows auch segmentieren. Und das ist meiner Meinung nach eines der stärksten Tools in Klaviyo, dass wir wirklich nach unglaublich vielen Dingen auch segmentieren können. Und im Prinzip habt ihr super viele Segmentierungsoptionen, aber das grundlegende Verhalten zum Beispiel, um halt Leads zu generieren bei Pop-ups zum Beispiel, ihr könnt das grundlegende Verhalten einfach angucken und danach gehen. Also wie viele Produkte haben die angeguckt? Wie viel haben die gekauft? Sind die vielleicht schon länger bei euch Kunden? Sind die auf dem Newsletter? Wir können das Timing anschauen. Wann soll was erscheinen? Auf welchen Geräten sind zum Beispiel die Pop-ups sichtbar? Gibt es ein Pop-up, was nur für beide Geräte sichtbar ist? Kleiner Spoiler, nein, ihr solltet sowohl für Mobil als auch Desktop zwei unterschiedliche Pop-ups haben, aber ihr könnt auch das Targeting nach dem Visitor machen, also aus welchem Segment kommen die? Und ihr wisst ja, bei Klaviyo könnt ihr wirklich bis aufs kleinste Sandkorn quasi segmentieren und da könnt ihr echt viel rausholen. Ihr könnt auch nach der URL sortieren. Das heißt, ihr habt vielleicht ein ganz spezielles Adventskalenderangebot und möchtet da nochmal ganz genau eine Botschaft senden über ein Pop-up oder möchtet da irgendwie Leads gewinnen, dann könnt ihr das quasi auch machen. Oder ganz einfach nach der Location. Ihr könntet zum Beispiel auch per Pop-up eine Store-Aktion quasi ankündigen. Nehmen wir mal an, ihr seid ein Schuhladen in Düsseldorf und ihr möchtet einfach, dass die Leute nicht nur online kaufen, sondern auch offline kaufen. Dann könnt ihr alle Leute im Umkreis von 15 Kilometern sagen, jo, Düsseldorf, wir haben hier noch eine entsprechende Aktion. Und so können die sich zum Beispiel auch wieder auf Listen in Pop-ups und so weiter eintragen. Das ist schon mal sehr cool. So sieht das quasi dann aus. Wir können eben, wenn wir ein Pop-up bauen, in dem Backend sozusagen einstellen, okay, wen targeten wir, auf welcher Liste sollen die sein, in welchen Segmenten sollen die sein. Ihr könnt euch das, wie gesagt, sehr gut vorstellen, was es alles vielleicht beinhaltet. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Oder auch zum Beispiel diejenigen, die wir ausschließen. Don't show to visitors. Also diesejenigen, die in diesen Segmenten sind, denen wollen wir das nicht zeigen. Ganz klar ist, ihr wollt euren alten Newsletter-Leuten, die bereits auf dem Newsletter sind, vermutlich keine neuen Leads abschwatzen, weil die gibt's ja nicht. Und wir wollen die deswegen auch nicht mit irgendwelchen Pop-ups irgendwie belästigen. Also immer ganz genau gucken, wenn ihr auch unterschiedliche Pop-ups habt, wer kriegt die ausgespielt, wie oft kann man die sehen und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und ich sage es nochmal, Pop-ups müssen auch mobil gedacht werden. Ein Beispiel von unserem Kunden Freebears, die 75% ihrer Sign-ups nur mit dem mobilen Sign-up-Form machen, also nur mit dem mobilen Pop-up. Und die sehen sich ja wirklich relativ ähnlich. Und es ist wirklich einfach eine sehr spannende Sache. Also ist das auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und jetzt gucken wir mal in weitere konkrete Beispiele. Und da gebe ich mal weiter an Adrian. Yes, ich bin zurück. Es war ganz kurz, glaube ich, ein bisschen abgehackt bei dir. Jetzt gerade am Ende war die Stimme wieder gut. Am Anfang auch total. Nein. Ich glaube, die Main-Message kam aber trotzdem rüber. Segmentierte Pop-Ups sind massiv stark und auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall auf Klaviyo extrem wichtig sind. Das heißt, das ist so eine Sache auch, die ganz, ganz oft übersehen wird. Man kann sich natürlich komplett austoben und es wirkt erstmal sehr viel, wenn man so eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten natürlich sieht, was man alles tun kann. Aber sonst erstmal mit Stück für Stück anfangen und zu unterscheiden zwischen denen, die schon auf der Newsletter-Liste sind und denen, die nicht auf der Newsletter-Liste sind, da dann verschiedene segmentierte Pop-ups rausspielen, das ist extrem stark. Oder Caro, wie du es eben gesagt hast, auch mit dem Beispiel eben zwischen Mobil und Desktop, einfach wahnsinnig gute Sachen. Und wir haben da auch gesehen, ab dem Moment, wenn man diese segmentierten Pop-ups einsetzt und wirklich zielgenauer die verschiedenen Persona, die quasi auf deiner Seite sind, bespielt, dann ist das auf jeden Fall extrem stark und hilft, mehr Leute in deiner Liste zu kriegen, die dann später halt helfen, mehr zu verkaufen oder auch länger bei dir im Shop zu bleiben. So, aber ich habe ja ein anderes Thema, über das reden soll. Deswegen, bevor ich hier groß abschweife, ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar geht es jetzt ja gerade hier darum, okay, wie schafft man es eigentlich vor Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten die Liste groß zu kriegen? Beziehungsweise wie kann man es schaffen, dass ja Leute wissen, okay, es kommt Black Friday, es gibt Angebote, beziehungsweise es kommt Weihnachten, dass man diese Zeit nutzt, um eben entsprechend Leute auf die Liste überhaupt zu gewinnen, damit man die im Idealfall später dann auch eben weiter bespielen kann. Und ein Beispiel, was wir hier mitgebracht haben aus dem letzten Jahr, ist Kupfergrün, eine Marke für vegane Naturkosmetik. Wenn ihr jetzt gerade parallel versucht, den Shop zu suchen, ich muss euch leider enttäuschen, irgendwie ist es so, dass ab und zu irgendwie echt die spannendsten Cases teilweise leider so sind, dass sie jetzt gerade leider nicht mehr existieren. Sie waren auf OMR letztes Jahr noch, sie sind komplett durch die Decke gegangen, aber dann gab es leider intern ein paar Probleme, auch mit dem Lager und Co. Und deswegen sind sie so in dieser Form gerade nicht mehr existent. Aber eine spannende Sache trotzdem, weil einfach dieser Case so extrem spannend ist und viele Takeaways bietet. Die haben es nämlich geschafft, ihre Liste von 4.000 Anmeldungen auf 10.000 E-Mail-Leads zu kriegen innerhalb von 24 Stunden und gleichzeitig auch noch 3.000 Produkte verkauft. Also das ist eine Wahnsinn.
Story und das auch nicht ausgedacht oder so, sondern das ist wirklich real. Genau, und wer, was das konkret ist, hier die beiden, die sind vom Background her tatsächlich Content Creator, das heißt, sie haben auch eine gute Reichweite auf Social Media. Sie haben vegane Kosmetik gemacht und genau, und den Case gucken wir uns das konkret an. Sie haben nämlich den Plan gehabt, Adventskalender rauszubringen. Und zwar Adventskalender, die waren, glaube ich, so 60, 70 Euro. Wie, ich bin immer wieder weg. Das ist natürlich bitter. Wenn das weiterhin so sein sollte, dass ich abgehackt bin, dann sagt nochmal Bescheid, wenn wirklich technische Probleme sein sollten. Ansonsten würde ich jetzt erstmal weiter versuchen. Petra, wenn das auch bei anderen ist, dann nochmal schreibt gerne bitte in den Chat rein, wenn die technischen Probleme auch bei euch existieren. Oder manchmal ist es sonst auch, dass es eben entsprechend genau bei einzelnen Leuten so ist. Ich versuche jetzt erstmal weiterzumachen. Wenn auch noch andere auch Probleme haben, dann schreibt das gerne mal in den Chat. Okay, gut. Dann werde ich erstmal weitermachen. Genau, so. Die hatten den Plan, 3000 Adventskalender rauszubringen. Für ein junges Startup relativ viel natürlich, vor allem, weil irgendwie von den Produktionskosten und Co. das echt eine Stange Geld war. 3000 Stück auch nicht trivial oder selbstverständlich, das zu verkaufen. Das heißt, es brauchte einen Plan. Und der Plan war folgender. Die beiden hatten relativ große Reichweite auf Instagram. 40.700 Follower hatten sie zu der Zeit. Sie sind frisch gestartet mit einem Newsletter, da waren so grob 4.000 Leute drauf, als wir gestartet sind und eben, wie ich es eben meinte, den Adventskalender so grob 3.000 Stück. Wie kriegt man das jetzt hin, dass man diesen Adventskalender nutzt, um eben entsprechend die Liste zu vergrößern und diese 3.000 Stück verkaufen zu lassen? Und das war, das Geheimnis ist relativ simpel und wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr so, ja, okay, come on. Aber tatsächlich war es so, genau, sie haben diese soziale Social-Media-Reichweite, sie wollen Anmeldungen auf den Newsletter generieren und zwar folgendermaßen, der Incentive, der Anreiz, den sie setzen, ist eben einen exklusiven Zugang nur für quasi Leute vom Newsletter zu bringen. Das heißt, wenn du auf dem Newsletter bist, dann kriegst du Early Access zum Adventskalenderkauf. Wenn du quasi dich nicht anmeldest für den Newsletter, dann kriegst du keinen Early Access für den Adventskalender und es ist eben gegebenenfalls die Gefahr, dass du mit leeren Händen rausgehst, weil einfach alle Adventskalender schon verkauft waren. Das heißt, damit du wirklich sicher bist, dass du diesen Adventskalender kaufen kannst, dieser exklusive Rahmen, diese Verknappung, diese künstliche Verknappung, du musst auf dem Newsletter sein, um eben entsprechend diesen Adventskalender zu kaufen. Das Gute daran ist, die E-Mail-Liste wächst, weil eben dieser exklusive Zugang, dieser Anreiz geschaffen ist und diese künstliche Verknappung. Und das wirkt erstmal super easy und deswegen haben wir den mitgebracht, aber es ist wirklich so, dass am Ende es geklappt hat, dass eben diese Liste innerhalb von 24 Stunden von 4.000 auf 10.000 Leute hochgegangen ist. Die hatten zwar eine Reichweite auf Social Media, aber sie haben es geschafft, diese Reichweite von Social Media direkt zu konvertieren in Leads auf E-Mail. Und es war tatsächlich dann so, nachdem diese 10.000 Leute auf der Liste waren und die E-Mail rausgegangen ist, wurde innerhalb von 24 Stunden diese ganzen 3.000 Stück komplett verkauft. Also einfach eine Wahnsinnsstory dafür, dass eben, und das ein super einfacher Case ist, so ein super easy Ding, ist es einfach Wahnsinn zu sehen, dass das Ganze funktioniert. Und man muss nicht immer nur Adventskalender verkaufen. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, was ich ganz gerne zeigen will. Das Ganze geht natürlich auch für Black Friday, Cyber Monday. Und quasi so eine gewisse Wertschätzung für die Kontakte auf der Newsletterliste zu geben, nämlich von Stay Cold Apparel, ein Beispiel, das ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, die waren im Shopify-Blog schon mal aktiv und sind auch sonst ganz ein spannender Case. Generell ist es so, es ist nicht jedermanns Fashion, es ist eine Streetwear-Fashion-Brand für eine ganz klare Nische, nämlich die Leute, die sehr stark tätowiert sind, die in dieser Nische aktiv sind, deren ganzen Apparel ist quasi, die Designs sind gemacht von Tattoo-Artists und das ist so ein bisschen auch das, die leben diesen ganzen Spirit. Ist eine Audience, die weltweit aktiv ist. Das heißt, nicht nur in Deutschland, da sind so 50%, glaube ich, von ihren Kunden aktiv, aber wirklich die anderen 50% sind in Mexiko, USA, überall auf der Welt. Genau, ihre Produkte, Fashion, ich hatte es eben erwähnt und das Spannende an dem ganzen Ding ist, dass die sehr stark limitierte Anzahlen haben. Das heißt, die haben schon sehr, sehr früh angefangen, eben immer mit Drops zu arbeiten. Wenn einmal eine Modelinie rauskommt, dann ist die halt in einer bestimmten Anzahl an Stücken, steht die zur Verfügung. Irgendwann ist es so, dass die ausverkauft sind und die werden nicht wieder neu gemacht. Das heißt, da ist immer schon so ein bisschen auch hier wieder diese künstliche Verknappung, die da dann so ein bisschen Anreiz gibt. Wie haben die jetzt das gemacht, dass sie eben quasi ihr Newsletter weiter aufgebaut haben und schon vor Black Friday, Cyber Monday es geschafft haben, mehr Leute auf die Newsletterliste zu kriegen. Die haben genau den gleichen Ansatz gefahren, den gleichen Ansatz wie Kupfergrün, nur dass sie anstatt eben diesen Early Access für eben Adventskalender, haben sie Early Access für den Black Friday, Cyber Monday Rabatt gegeben.
Das heißt, sie haben quasi schon, und da kommen wir gleich auch nochmal zu, was wir noch alles bei denen für Black Friday gemacht haben, was dazu geführt hat, dass sie extrem erfolgreich waren, aber eben genau die gleiche Technik wieder, nur statt Early Access für Adventskalenderkauf oder ein Produktlaunch, ist es bei denen eben der Early Access für die Rabattcodes. Das heißt, auch hier wieder, wenn du auf der Liste bist, kriegst du den Zugang, das heißt, die Liste wächst. Und das Gleiche ist auch nochmal so, du gehörst zum coolen Kreis der Leute, wenn du halt eben auf dem Newsletter bist. Das heißt, eine gewisse Wertschätzung und auch Anreizsetzung, ohne dass du groß irgendwie was dafür ausgeben musst, ohne dass du irgendwie extra Rabatte rausgeben musst, weil die Rabatte gibt es ja eh. Du gibst nur einem kleinen Kreis von Leuten, die bereit sind, auf deine Liste zu kommen, weil die dich so sehr feiern, eben die Möglichkeit vorab zu kaufen. Und bei denen war es so, am Ende gab es wirklich über 25% ihres Umsatzes, der an Black Friday Cyber Monday gemacht wurde, also dieser 4-Tagesspanne, der war relativ viel, wurde komplett über E-Mail gemacht. Die genauen Details, was wir noch alles drumherum gemacht haben, folgen gleich, aber das zumindest so relativ einfache Techniken, wo man denkt, okay, das ist ja so offensichtlich und einfach, dass ihr das direkt halt mitnehmen könnt und direkt mal überlegen könnt, okay, gibt es bestimmte Sachen, die ihr selber machen könnt, um es zu nutzen, diesen Traffic, der neu auf eure Seite kommt, dass ihr die halt umwandelt und captured in E-Mail-Leads. Genau, und jetzt geht's quasi in Teil 4. Wie generieren wir mehr Bestellungen? Und im Prinzip gibt es allgemeine Tipps, wenn ihr schon Flows benutzt. Wir haben ja in den letzten Wochen, bei den letzten Webinaren, wenn ihr dabei gewesen seid, euch unterschiedlichste Flows, unterschiedlichste Best Practices vorgestellt. Und da gibt es ja unterschiedliche Mails, die man rausschickt. Also es gibt zum Beispiel den ganz basic Tipps, wo man sagt, ihr könntet einfach in jede Mail, die ihr rausschickt, einfach eine kleine Kopfzeile oder ein Banner einfügen, die eben diese saisonalen Angebote hervorhebt. Eine ganz einfache Idee, aber relativ simpel. Das könnte einfach so aussehen. Wir haben es mal simuliert hier bei Hey Mali. Der normale Vorlage hat keinen Header, also hat keinen Banner hier oben. Aber hier haben wir quasi gesagt, okay, wir füllen jetzt hier eine klassische weihnachtliche oder Black Friday-mäßige Banner ein, wo wir sagen, hey, hier geht's quasi zu den Deals, guckst du doch mal an. Das wäre zum Beispiel was, um immer wieder zu erinnern, hey, ja, die machen ja was an Black Friday, Cyber Monday. Was man auch machen kann, ist die Templates quasi austauschen. Und zwar, indem man, ihr kennt ja diese klassischen Template-Bilder bei Klaviyo, wenn ihr eure Templates habt, dann habt ihr hier, wie bei uns zum Beispiel, ein ganz einfaches Template-Logo, Bild und einen Text natürlich. Und hier könnt ihr die einfach alle Templates ergänzen, also einfach durch so einen Black-Friday-Banner oder nochmal so einen extra, einen großen Block unten, wo quasi nochmal gezeigt wird, ja, wir machen hier eigentlich was. Und genau, das wäre dann quasi eine Black Friday Cyber Monday Vorlage, die man eben bei hohem Volumen oder einer hohen Klickrate einfach dann einsetzen kann. Das müsste nicht in allen Flows, aber bei den hohen Klickrate-Flows wie OneFlow oder Card, da würde sich dann bieten. Wenn wir gerade von Card und Abandoned Browser quasi sprechen, dann kann man auch überlegen, ob man die Zeitverzögerung zwischen Bruch des Warenkorbs oder eben des Browsers gerade liegt, bis die Nachricht kommt. Kennt ihr alle, es gibt eine Verzögerung zwischen dem Trigger und eben dann der Nachricht. Die könnte man überlegen, ob man die verkürzt. Nehmen wir an, ihr habt jetzt gerade 2 Stunden zwischen Abandoned Cart oder Abandoned Browsing und der Nachricht, die folgt. Da könntet ihr überlegen, ob ihr auf 1 Stunde reduziert oder 30 Minuten. Das könntet ihr machen. Da könnt ihr natürlich auch genauso gut auch AB testen, um zu checken, was läuft hier eigentlich gut bei Black Friday, Cyber Monday. Und Was noch gibt, man könnte auch die Betreffzahlen ein bisschen aktualisieren. Also ihr könnt auf Angebote hinweisen, ein bisschen mehr Dringlichkeit suggerieren oder auch ein bisschen die Knappheit hervorheben, in die unterschiedlichen Nachrichten, die ihr quasi sendet. Ihr könntet auch Countdown-Timer, ich habe es gerade so ein bisschen angeteasert, einsetzen. Und es gibt verschiedene Webs, die ihr nutzen könnt, um extern uns zu gestalten. Da ist Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Bekommt ihr einen Code und den könnt ihr dann einfach in Klaviyo Formulare zum Beispiel, also in Sign-Up-Forms zum Beispiel einsetzen oder auch in E-Mails. Da gibt es so 2 empfehlenswerte Tools. Das ist einmal Countdown-Mail, das kostet ein bisschen was, oder Sendtrick. Die sind noch kostenfrei aktuell. Da sind aber die Gestaltungsmöglichkeiten ein bisschen weniger. Aber das ist zum Beispiel was, was wir euch dann noch empfehlen würden. Zum Beispiel für unsere Last-Minute-Shopper, die nicht genau wissen, wo die Zeit geblieben ist. Und was man natürlich auch machen kann, wenn wir sehen, wir haben so viele Window-Shopper, unsere Schaufenster-Shopperinnen, die so reingucken und sagen, ja, ich gucke mir so viele Produkte an, könnte man halt einen Appell an die Unentschlossenheit machen. Hey, wie wäre es eigentlich mit einem Last-Minute-Geschenkgutschein. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn du dir so viele Sachen angeguckt hast und du dich vielleicht einfach nicht entscheiden kannst, mach doch einfach einen Geschenkgutschein. Das sind so Sachen, die man einsetzen kann. Und jetzt gehen wir mal präzise in Flows, die wir als sehr, sehr mächtig quasi empfinden. Und wir möchten euch auch einen neuen Flow, der quasi mehr oder weniger frisch in das Portfolio von Klaviyo hinzugekommen ist, vorstellen. Und das ist nämlich der Price Drop Flow. Der Price Drop Flow, den gibt es jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten.
Und im Prinzip ist die Logik folgendermaßen. Es geht quasi um einen Preisnachlass, wo dann jemand erinnert wird, dass dieser Preisnachlass geschehen ist. Es funktioniert folgendermaßen. Ihr legt fest, wie der Trigger sein soll. Und zwar, wie viel Prozent oder wie viel tatsächliche Euro oder Dollar oder was die Währung auch gerade ist, Franken von mir aus, hat, um wie viel also sich das reduziert hat. Nehmen wir mal 15%. Und dann bekommen alle diejenigen, die zum Beispiel das Produkt angesehen haben oder den Checkout damit gestartet haben oder beides. Und das innerhalb der letzten 30 Tage, 14 Tage, 7 Tage oder auch so 60, 90 Tage, dann bekommen die eine Nachricht quasi. Also ihr segmentiert die quasi vor und ihr entscheidet quasi, wie viel Prozent das gefallen sein muss. Super spannend, besonders eben für Black Friday und Cyber Monday, weil viele schon vorher so ein bisschen gucken und ihr Interesse bekunden. Und dann könnt ihr wirklich gezielt automatisch eben diese Nachrichten schicken. Da gibt's auch eine Vorlage von Klaviyo, die solltet ihr aber definitiv anpassen auf eure CI. Also da gibt's auf jeden Fall noch ein bisschen was man machen kann. Aber allein, dass die Automatik, die vorne besteht, ist der Hammer. Ich habe noch, also die Vorlage hat auch eigentlich nur den Trigger und dann die E-Mail, die kommt. Aber ich möchte euch noch mal ein bisschen was vorstellen. Und zwar habe ich mir so gedacht, was wäre denn eigentlich noch mal ganz spannend? Und zwar diejenigen, die noch nicht bei euch gekauft haben, also nur bisher Window-Shopper waren, die zuerst anzuschreiben. Das läuft dann so. Der Price-Drop-Trigger läuft. Hier 10%, haben den Checkout gestartet innerhalb der letzten 30 Tage. Und dann kommt die Frage, der Conditional Split, die bedingte Teilung, die definiert, hat die Person schon mal eine Order getätigt, also eine Bestellung getätigt oder nicht? Wenn die Leute, wenn das schon mal eine Bestellung getätigt wurde, dann geht es auf den Ja-Pfad, auf den Yes-Pfad und dann müssen die eine Stunde warten, bis die Nachricht bekommen. Für alle, die das noch nicht getan haben, also die noch nicht gekauft haben, die bekommen die Nachricht ein bisschen früher. Und so kann man zum Beispiel auch so ein bisschen, ohne dass die Leute das wissen, aber so ein bisschen schauen, kriegen wir vielleicht mit den Angeboten, die wir machen, echt Neukäufer konvertiert und ist das nicht auch nochmal ganz spannend? Die Leute, die gekauft haben, die werden es erfahren, aber halt ein bisschen später. Das wollte ich noch ein bisschen nochmal eine komplexere Variante zeigen. So, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, der Browse Abandonment Flow. Das ist so ein bisschen die kleine Schwester vom Abandoned Card, weil da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Da geht es um wirklich viel Strategie, wie ihr das anwendet. Aber im Prinzip ist es auch ganz einfach. Die Leute gucken sich ein Produkt an und wenn sie den Checkout nicht gestartet haben und auch keine Bestellung getätigt haben in der Zeit, die quasi verlaufen ist, bis die Nachricht kommen soll, und sie auch nicht in dem Flow waren in den letzten 30 Tagen oder auch 40, 100, was auch immer ihr machen möchtet, dann bekommen die quasi diese Nachricht, wo dann quasi drin ist, was ihr gerne kommunizieren möchtet. Ihr könnt sehr direkt sein und sagen, hey, du hast dir genau dieses Produkt angeguckt, warum möchtest du es denn nicht kaufen? Das könnte man machen, das wäre vielleicht taktisch nicht so klug, aber es geht. Im Prinzip ist aber auch echt mal so ganz spannend zu sehen, die Öffnungsrate ist fantastisch, also fast dreimal so gut wie die durchschnittliche Öffnungsrate. Die Klickrate ist super, also auch viermal so gut wie eine normale Klickrate und der Umsatz pro Empfänger weltweit, das waren 1000 Flows, die man da verglichen hat, ist der Umsatz pro Empfänger ungefähr so $2,88, was natürlich auch echt ganz spannend ist. Und was ganz grundsätzlich da zu beachten ist, wonach sortieren wir quasi diejenigen, die wir eigentlich mit dem Brown spielen wollen? Das ist erstmal vom Kundenstatus. Haben die schon mal gekauft? Noch nie gekauft. Haben sie erst einmal, ist das her oder ist das vor kurzem erst passiert? Oder natürlich auch die Stammkundinnen, die haben natürlich weniger Prio, weil wir haben die in anderen Flows drin, wir haben die in anderen Kontaktmöglichkeiten. Also da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die nicht mit irgendwelchen doch vielleicht spammig aussehenden Sachen zuschießen. Und dann auch, wie gesagt, ne, filtern, wie oft jemand da drin sein darf. Da wären zum Beispiel inhaltliche Ansätze, dass man eine Dringlichkeit suggeriert. Von wegen so, hey, so viele Leute haben das Produkt schon gekauft. Willst du nicht auch mitmachen? Oder ist es nur noch so lange im Angebot? Dann natürlich, ne, FOMO, Fear of Missing Out. Einfach nur checken, hast du nochmal gecheckt, ob es noch da ist? Es gehört so ein bisschen zur Dringlichkeit, aber ist nochmal ein bisschen eine andere Schiene. Oder ihr ganz einfach neue Produkte vor. Also ihr macht euch gar nicht bemerkbar als, ja, wir haben gesehen, dass du bei uns warst, sondern einfach nur, dass ihr neue Produkte vorstellt und sagt, hey, das ist jetzt neu in unserem Shop, findest du es nicht ganz gut. Also das ist ein bisschen eine sanftere Variante. Genauso mit den Bundles, wo ihr sagt, ihr sagt nicht unbedingt, was für ein Produkt ihr, der sich angesehen hat oder die sich angesehen hat, sondern ihr zeigt einfach mal ein paar Bundles, um so ein bisschen so einen Upsell-Charakter damit reinzubringen. Und der Post-Purchase-Flow. Letzte Woche haben wir ja schon eingehend über den Post-Purchase-Flow gesprochen.
Aber hier würde ich euch mal eine vielleicht ein bisschen eine frechere, vielleicht eine aggressivere Variante vorstellen. Und zwar darf es ein bisschen mehr sein. Direkt in der mehr oder weniger Bestätigungsmail oder der nachfolgenden Mail, dass die Bestellung angekommen ist, packt man nochmal einfach so ein bisschen rein, hey, darf es noch ein bisschen mehr sein? Und mach doch die Bestellung jetzt, bevor wir dein Paket losschicken. Und das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Wenn das für euch passt, kann das sehr, sehr spannend sein. Und jetzt gucken wir mal wieder auf konkrete Beispiele. Adrian, the stage is yours again. Back, genau. So, und zwar geht es weiter. Wir gucken uns an. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an das Beispiel Stay Cold Apparel, 25% mehr Umsatz durch E-Mail an Black Friday, Cyber Monday. Das ist ein Beispiel, was wir ganz gerne jetzt auch hier mal nutzen möchten und zeigen, was halt eben darüber, über das anfängliche E-Mail-Listen oder E-Mail-Leads sammeln quasi hinaus noch gemacht wurde. Genau, Stay Cold Apparel, ihr erinnert euch, eben gerade noch vor ein paar Minuten drüber gesprochen. Ansonsten hier nochmal eine ganz kurze Erklärung und Erinnerung, was quasi das Besondere an der Marke war. Fashion-Items stark limitiert, das war das Besondere. Das heißt, Leute wissen auch schon und sind trainiert darauf zu wissen, okay, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Produkten, dann sind die irgendwann weg. Das ist so das klassische Drops-Modell, was ja mittlerweile auch sehr, sehr viel gelebt wird. Auch nochmal wichtig ist eine weltweite Audience. Warum? Da kommen wir gleich nochmal zu, weil eben Segmentierung extrem wichtig ist. Und was auch nochmal besonders ist generell, und das ist ja auch die Sache, die generell Leute kritisieren, wenn man jetzt an Black Friday denkt oder auch generell diese ganzen Techniken mit Rabatten und Co. Rabatte sind ja oft so, und wir sind selber die größten Kritiker wahrscheinlich, und hat die Gefahr, dass es die Marke untergräbt. Sie selber, Stay Cold Apparel, sind genau ähnlich kritisch und haben eigentlich nie Rabatte das ganze Jahr. Der einzige Moment, wo sie tatsächlich eine Ausnahme machen, ist Black Friday, wo sie insgesamt dann 7% Rabatt geben. Normalerweise hört man irgendwie 30%, 50%, was auch immer man an Rabatten so hört von Brands, die eben entsprechend an Black Friday aktiv sind. Tatsächlich dadurch, dass sie nie Rabatte machen, einmal im Jahr nur Rabatte machen, ist das diese 7% und Leute gehen komplett ab darauf, zumindest in der Audience von Stay Cold Apparel, weil sie eben das mitgekriegt haben. Das heißt, ganz kurz, wie war der Ablauf der Black Friday Cyber Monday-Kampagne? Das heißt, was für Newsletter haben wir rausgeschickt an verschiedenen Momenten für Black Friday, um eben diesen Umsatz zu generieren von über 25%? Konkret sieht es ja so aus. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Tagen, die aus denen Black Friday besteht. Black Friday selbst ist natürlich klassischerweise nur der Freitag. Der Freitag, der in den USA damals gestartet ist, wo es eben bestimmte Angebote gibt. Gleichzeitig kam dann irgendwann mal irgendjemand auf die Idee, Cyber Monday noch hinzupacken, weil dann hat man die Ausrede, nämlich nicht nur an einem Tag das Ganze zu machen, sondern über ein komplettes Wochenende lang zu ziehen. Das heißt, man hat am Freitag was, man hat am Samstag was, am Sonntag was, am Montag was. Genau, und das seht ihr hier. Die Daten sind, glaube ich, nicht korrekt für dieses Jahr, sondern beziehen sich auf ein vergangenes Jahr. Aber tatsächlich ist so, an dem Freitag, Black Friday, gibt es selber ein Angebot. Damit man eben jetzt diesen, wir haben es ja eben kurz besprochen, diesen exklusiven Zugang, Early Access quasi gibt, legt man den Donnerstag dran und für alle Leute, die auf dem Newsletter drauf sind, die durften schon an dem Donnerstag eben entsprechend für 24 Stunden schon mal zugreifen auf diese Rabatte und dieses besondere Angebot. Warum macht man das Ganze überhaupt? Man schafft dadurch immer wieder künstliche Verknappung und man schafft immer wieder diese Dringlichkeit. Das heißt, die Leute, die am Donnerstag Zugang kriegen, die wissen ganz genau, okay, die Uhr tickt, wir haben nur 24 Stunden. Man kann das Ganze dann auch wieder mit diesen Countdown-Timers, die ja eben gerade Caro auch nochmal gezeigt hat, untermalen in den verschiedenen E-Mails, dass man zeigt, hey, guck mal, noch so und so lange, bis eben dann das Angebot ausläuft und alle Leute, die ganze Welt quasi auf das Black-Friday-Angebot zugreifen kann. Das Gleiche ist dann, man kann natürlich dann eben gucken, okay, welche Leute haben tatsächlich an dem Freitag gekauft und welche noch nicht. Das heißt, dann kann man in Anführungszeichen ganz spontan verlängern für diejenigen, die tatsächlich noch nicht gekauft haben. Auch hier wieder extrem wichtig und relevant natürlich zu segmentieren. Alle Leute, die an dem Freitag gekauft haben, die kriegen natürlich dann am Samstag nicht die E-Mail und sagen, hey, guck mal, spontane Verlängerung, weil das Problem da natürlich wäre, man würde die Leute verärgern. Oder die Gefahr zumindest wäre da, dass Leute denken, ja, okay, warum habe ich am Freitag mich so gestresst, wenn am Samstag ja auch noch was ist. Sondern hier die ganze Zeit ist immer so, ab dem Moment, wenn jemand gekauft hat, fliegen die raus aus diesen ganzen anderen E-Mails, ihren Newslettern. Sondern hier geht es dann wirklich nur denen, die noch nicht gekauft haben, hey, guck mal, wir haben spontan verlängert. Dann Sonntag tatsächlich mal Ruhetag und am Montag kommt dann quasi nochmal die Möglichkeit, ein neues Angebot zu machen für alle diejenigen, die tatsächlich dann immer noch nicht gekauft haben sollte und da empfiehlt es sich dann eben entsprechend ein neues Angebot zu machen. Heißt, man hat diese Phase von Donnerstag bis Samstag, da hat man einen Anreiz und dann quasi nochmal von Montag und Dienstag, wo man auch quasi wieder eine spontane Verlängerung machen könnte mit einem zweiten Anreiz. Was genau diese Anreize sind, die man geben kann, wir haben sehr, sehr viel über Rabattcodes gesprochen. Und Rabattcodes sind tatsächlich auch typischerweise die am häufigsten genutzt werden, die am besten verstanden werden, auch die am effektivsten sind. Aber es gibt natürlich auch Wege,
nicht auf Rabatte zurückzugreifen, sondern auf andere Möglichkeiten. Einfach, wenn man sagt, hey, für meine Marke, es passt einfach nicht, dass ich irgendwie Rabatte vergeben will, sondern ich will es anders machen. Das heißt, man könnte genauso gut mit kostenlosen Versand zum Beispiel werben, ähnlicher Effekt, aber es unterhöhlt vielleicht nicht so sehr die eigene Marke oder die Werte wie zum Beispiel ein Rabattcode. Eine andere Sache ist BOGO, also Buy One, Get One Free, heißt, für einen bestimmten Zeitraum hat man dann die Möglichkeit, wenn Leute über einen bestimmten Produktwert zum Beispiel kaufen, dass man dann noch gratis ein bestimmtes Produkt drauflegt. Das Ganze ist auch tatsächlich möglich auf Shopify eben mit Rabattcodes auch so einzustellen. Das heißt, das ist auch so auf Shopify möglich. Andere Sachen sind, dass man generell einfach Gratisprodukte on top macht ab einem bestimmten Stellwert. Das geht natürlich auch. Und sonst gibt es auch noch ganz viele verschiedene andere Sachen. Exklusive Produkte zum Beispiel, dass man sagt, hey, guck mal, wir haben eine Anzahl an verschiedenen Mustern, die nie zum Verkauf standen. Aber für alle Leute, die jetzt kaufen, gibt es zum Beispiel bestimmte Sachen gratis dazu. Oder irgendwie handsignierte Sachen. Das macht bei Content-Creatern zum Beispiel Sinn, dass dann irgendwie handsignierte Widmungen noch dazugelegt werden. Oder. Man kann sogar so weit gehen. Cabo hat ja am Anfang auch schon gesagt, hey, überlegt euch, ist quasi Black Friday, Cyber Monday wichtig für euch? Ist das überhaupt vereinbar mit euren Werten? Was wir ganz oft gesehen haben, ist quasi auch so eine Tendenz, die man White Friday nennt oder irgendwie so in die Richtung zumindest, wo man sagt, okay, wir wollen nicht quasi den Konsum fördern, wir geben keine Rabatte, aber für alle Produkte, die verkauft werden, spenden wir zum Beispiel einen bestimmten Betrag und auch sowas ist zum Beispiel ein Anreiz, den man setzen kann. Das heißt, es gibt eine relativ große Anzahl von verschiedenen Anreizen, die man setzen kann. Es muss nicht immer per se der Rabattcode als solcher sein. Aber aus Erfahrung heraus ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Mittel. So, was haben wir bei Stakehold Apparel konkret gemacht? So, wir haben hier diesen Kalenderplan, wir haben den Black Friday, wir haben den Early Access für die Newsletter-Leute, wir haben dann quasi den generellen shopweiten Rabatt und die spontane Verlängerung für die, die noch nicht gekauft haben sollten im Zeitraum. Da haben wir tatsächlich dann die 7% Rabatt gegeben. So, bei anderen Shops, wenn man ab und an auch Rabattcodes rausgibt, dann wird man mit 7% wahrscheinlich nicht weit kommen. Da muss man wahrscheinlich dann ein bisschen höher gehen. Genau, und das Gleiche ist dann auch, dass man, das Schöne ist an Klaviyo, man kann Audiences kreieren oder Segmente bilden, die man dann rüberspielt an Facebook, an den Facebook Ads Manager und man kann dann quasi auch die Leute, die immer noch nicht in dem Zeitraum gekauft haben sollten, eben über Retargeting-Ads bespielen. Das Schöne daran ist dann eben entsprechend, dass man über verschiedene Kanäle die gleiche Botschaft sendet und dadurch dann suggeriert, okay, krass, da geht echt was ab. Und das haben wir eben entsprechend auch gemacht. Das heißt, ihr habt einerseits den Kanal E-Mail, ihr habt den Anreiz 1 in dieser ganzen ersten Phase mit 7% Rabatt und ihr retargetet gleichzeitig nochmal die Leute, die eben entsprechend auch noch nicht gekauft haben sollten, sodass sie dann nicht nur auf E-Mail bespielt werden, sondern auch idealerweise eben über Facebook. Dann gibt es halt den Sonntag quasi, den Ruhetag, weil man auch nicht zu sehr die ganzen Leute belasten will. Es gibt in den USA Leute, die immer weiter ballern und wir haben gleich auch nochmal ein Beispiel, wie das Ganze ganz hardcore aussehen kann. Und am Montag gibt es dann quasi nochmal einen zweiten Aufsatz und da haben wir dann mit kostenlosen Versand geworben. Das Ganze ist bei Stakehold Apparel, weltweite Audience, ist natürlich kostenloser Versand auch ein Riesending, weil was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall bei Analysen, dass natürlich sehr, sehr viele internationale Leute vor allem im Checkout abbrechen, wenn sie die internationalen Kosten sehen, die Versandkosten. Das heißt, das war ein extrem krasser Hebel nochmal, auch nicht ganz ungünstig, aber hat sich in dem Fall gelohnt, vor allem, weil man eben dann die Kontakte hat und dann nachträglich über Retention, da kommen wir gleich auch nochmal zu, dann eben bei sich behalten konnte und darüber dann die Customer Lifetime Value profitabel war. Und auch da wieder die gleiche Sache, dieses Segment von Cyber Monday kann man rüberspielen zu Facebook und eben entsprechend dann darüber auch wieder Retargeting machen, sodass Leute nicht nur auf dem Newsletter was von dir hören, sondern eben auch über andere Kanäle, Social Media. Konkret sieht das jetzt so aus, wenn man das dann übersetzt in verschiedene E-Mails. So, das ist jetzt eine Hardcore-Variante quasi, wie man sie aus den USA kennt. Man kann für sich selber dann entscheiden, wollen wir wirklich so viel die Leute bespielen oder eben nicht. Hier waren halt viele Leute eben auch aus den USA aktiv oder auch Audiences, Leute, die halt wirklich leben in den USA und entsprechend das gewöhnt sind. Das heißt, am Anfang hat man eine E-Mail am Donnerstag an alle Leute auf dem Newsletter gesendet und gesagt so, hey, der Early Access startet jetzt. Man hat einen Countdown-Timer und sagt noch so und so lange ist es, bis quasi der Early Access verpufft. Dann am Ende, am Abend ist es noch so, für alle Leute, die bis dahin nicht gekauft haben, macht man eine zweite E-Mail und schickt nochmal raus, hey, nur noch ein paar Stunden, noch ein paar, wenig Zeit, bis eben deine Chance ausläuft, guck doch nochmal rein, sodass dann da so ein bisschen diese FOMO und dieser Zeitdruck wieder generiert wird. Am Freitag selber, alle Leute, die bis dahin nicht gekauft haben, kommt so also ein Newsletter generell an alle quasi, der sagt, hey, es ist endlich Black Friday, so der Sale, der große Sale-Tag ist hier, schaut doch mal vorbei. Und am Samstag kann man dann das Ganze, und da kommt es immer so sehr, sehr stark auf den Frame an, den man nutzt, sowas raushauen wie, ey, so krass, wir sind so überrascht davon, wir sind überwältigt davon, wie gut ihr diese ganzen Sales angenommen habt. Als Dankeschön für eure Liebe verlängern wir den ganzen Sale nochmal.
Und das hat zwei Sachen. Das eine ist, okay, krass. Also erstens hat man einen anderen Frame. Man kann zeigt gleichzeitig Social Proof. Extrem viele Leute haben anscheinend gekauft. Da muss ja was dabei sein. Ich will jetzt auch. Und gleichzeitig ist auch hier nochmal so diese zeitliche Verknappung. Okay, nur bis heute Abend. Ausnahmsweise gibt es quasi nochmal eine Verlängerung. Und das Ganze, wenn man es noch wirklich auf die Spitze treiben will, macht man das Ganze dann nochmal am Ende, am Abend quasi, dass man sagt, hey, wirklich letzte Chance. Dann Sonntag, Ruhetag und am Montag geht dann nochmal eine E-Mail raus, wo man dann sagt, für alle Leute, die halt bis dahin immer noch nicht gekauft haben sollten, hier Cyber Monday ist da, unser Cyber Monday Deal. Kann man jetzt sagen und wird wahrscheinlich auch so sein. Und wenn ich jetzt hier auch nochmal drauf gehe, denke ich mir, okay, krass, ist echt viel. Aber deswegen ist es umso wichtiger zu gucken, okay, wie kann man das Ganze segmentieren, damit man eben auch sicherstellt, dass bestimmte Leute, die darauf anspringen, die das gewöhnt sind, dann eben das auch ausgespielt kriegen, dass man das meiste rausholt und bestimmte andere Leute, die vielleicht das nicht gewöhnt sind, ein bisschen ruhiger angeht und nicht alle E-Mails rausschickt. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze eben zielgenau bespielt und entsprechend die Segmente, die wir eben ja schon mal gehört hatten bei diesen segmentierten Pop-ups, auch eben genutzt hier für diese Kampagnen, sodass dann eben entsprechend nicht alle Leute was gekriegt haben. Wir haben ja gerade schon bei den Pop-ups das schon mal gehört, was man alles da segmentieren kann. Generell macht es natürlich Sinn, jetzt auch bei so Kampagnen dann zu gucken, okay, Käufer versus Nicht-Käufer, Buyer versus Non-Buyer. Genau, da kann man dann nämlich unterscheiden in der Ansprache, wie man die ganzen Leute anredet. Man redet Leute, die bei dir gekauft haben, natürlich anders an als Leute, die quasi noch nicht von dir gekauft haben in der Marke und eben vielleicht noch nicht deine Produkte in der Hand hatten. Gleichzeitig die Tonalität ist eine andere, die man nutzen kann. Und die Produkte, die man eben vorschlagen kann, sind auch nochmal anders bei den Leuten, die bei dir gekauft haben, als die noch nicht gekauft haben. Das heißt, das sind alles so, natürlich gibt es auch noch mehr Sachen, die man anpassen kann, aber das sind so die drei Gründe oder drei Sachen, drei Hebel, Stellschrauben, die man eben anpassen kann. Das andere ist natürlich geografisch, ich habe es gerade erwähnt, Stakeholder Apparel, weltweit Audience, Leute in den USA sind es gewöhnt, beballert zu werden mit E-Mails, in Deutschland vielleicht nicht so sehr. Das heißt, man kann hier dann eben entsprechend das bisschen steuern. Man kann die Uhrzeit, die natürlich auch extrem relevant ist, unterschiedlich steuern für die jeweiligen Audiences. Man kann auch die lokale Eigenheiten und Ansprache anpassen. In den USA ist natürlich ein Black Friday ein ganz anderes Thema, als es hierzulande der Fall ist. Und entsprechend kann man auch darauf eingehen. Und was man auch nicht vergessen sollte, wenn man Hoodies verkauft, wenn man T-Shirts verkauft und das weltweit. Es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie, wenn es in Deutschland eher Winter ist und Hoodies zum Beispiel Sinn machen, also Pullis, macht es vielleicht aber anderswo keinen Sinn, weil da gerade Sommer ist. Das heißt, auch hier macht es natürlich Sinn, geografisch zu unterscheiden, damit man auch entsprechend die richtigen Produkte vorschlägt und ausspielt. Und das Ganze dann auch nochmal an der E-Mail-Aktivität, dann kann man nämlich dann entsprechend gucken, okay, wie oft haben Leute in der Vergangenheit schon deine E-Mails angeguckt, wie wenig haben deine Leute die E-Mails angeguckt und entsprechend häufiger oder weniger häufig eben entsprechend die E-Mails ausspielen und auch gleichzeitig das Format so ein bisschen anpassen. Was haben wir bei Stakeholder Apparel damals gemacht? Konkret sieht das so aus, das sieht jetzt vielleicht so ein bisschen wirr aus, aber der Entscheidungsbaum als solcher ist, glaube ich, dann relativ einfach. Wir haben erstmal unterschieden zwischen quasi den vorherigen Kunden und denen, die bisher noch nicht gekauft haben. Wenn man sich jetzt mal reingeht in die eine Kundengruppe von denjenigen, die vorher gekauft haben, dann kann man davon unterscheiden in eben die, wie häufig haben die Leute tatsächlich dann die E-Mails gelesen und wie wenig haben die Leute die E-Mails gelesen. Weil darüber kann man dann auch entsprechend die Häufigkeit steuern von den E-Mails, die rausgespielt wurden. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, was sind die Hauptmärkte, was sind die Kernländer, auf die es sich nochmal empfiehlt, gezielt reinzugehen. Deutschland war ein Kernmarkt, USA und Kanada, also Nordamerika war ein weiterer Markt, Australien, UK und dann haben wir nochmal die ganzen anderen Kontakte quasi in den Rest der Welt unterteilt. Heißt, wir haben hier auch eine geografische Unterscheidung gemacht. Und das sind genau diese verschiedenen Segmentierungen, die eben dann ihr eben gesehen habt. Und das Gleiche haben wir dann auch nochmal gemacht, eben für diejenigen, die keine Kunden waren. Und so hat man es geschafft, entsprechend sehr detailliert, sehr genau und die Leute unterschiedlich anzusprechen. Manche Leute in den USA zum Beispiel häufiger als die Leute zum Beispiel in Deutschland. Und das hat eben dann am Ende dazu geführt, dass die Kampagne so erfolgreich war und tatsächlich auch die Sign-Off-Rate, also die Leute, die unsubscribed haben, die sich von der Liste gelöscht haben, komplett überschaubar war und nicht extrem gepiekt hat, wie es wäre, wenn man das komplett blind an alle Leute rausschicken würde. Genau. Trotzdem gibt es natürlich auch immer Sachen, wo man selbstkritisch zugeben muss, okay, was hätte man besser machen können, was hat noch nicht so gut geklappt. Wir haben rückblickend gemerkt, okay, wir sind so ein bisschen vielleicht over the top gegangen mit diesen ganzen Segmenten, die man da sieht. Vor allem hätte man wahrscheinlich irgendwie gar nicht geografisch so krass unterscheiden müssen in 5 verschiedene Länder, sondern hätte es nochmal einfacher steuern können. Genauso hätte man das auch Ganze nochmal über geschickte Filter und geschickte andere Einstellungen nochmal besser hinkriegen können in Klaviyo eben entsprechend, das auch ohne unterschiedliche Segmentierung unterschiedlich ausspielen zu können. Das Gleiche ist, dass man eben entsprechend dann
wir quasi nur bis zum Kauf geguckt haben und danach nicht weiter geguckt haben. Das heißt, wir haben uns sehr hart darauf fokussiert, den Erstkauf hinzubekommen. Leute, die halt bei Black Friday kaufen, haben aber dann gar nicht mehr geguckt, okay, was passiert eigentlich ab dem Moment, wenn Leute an Black Friday gekauft haben. Und extrem stark, und da kommen wir gleich auch nochmal hin, wenn es dann darum geht, Retention, Kundenbindung, was kann man eigentlich tun, damit Leute auch nach dem Kauf halt weiter bei dir kaufen, hätten wir auf jeden Fall Flows einbauen müssen, damit eben entsprechend die Kontakt gehalten wird und die Beziehung aufrechterhalten wird und Leute danach dann auch weiter bespielt werden. Das ist halt das eine große Ding, wo wir auf jeden Fall Geld auf dem Tisch liegen lassen haben. Dann natürlich auch immer spannend, wenn man jetzt gerade die Chance hat, dass viele Leute zugucken, dass viele Leute eben dabei sind, AB zu testen. Auf jeden Fall gucken, was man eben raus lernen kann, bestimmte Ansprachen austesten und gucken, was funktioniert nicht. Dann hat man ganz, ganz viel, was man einerseits fürs nächste Jahr mitnehmen kann, aber auch gleichzeitig natürlich für generelle Kampagnen lernen kann, weil man einfach hier gerade sehr viele E-Mails rausspielt, sehr, sehr viel in Kontakt ist und entsprechend auch da natürlich viel Daten und Learnings mitnehmen kann. Und natürlich, wie es so typischerweise ist, man hat das Ganze kurz vor knapp gemacht. Das wurde dann teilweise ein bisschen stressig. Heißt auf jeden Fall auch ausreichend Zeit vorab einplanen und frühzeitig auch die Kampagnen schedulen, weil das ist auch ganz spannend. Das vergisst man dann immer wieder, wenn man irgendwie am Tag vorher quasi die Kampagnen schedulen will. Ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die an Black Friday eine Kampagne schedulen, sondern es gibt auch ein paar andere Leute. Und entsprechend ist es so, dass tatsächlich Klaviyo so ein bisschen an die Grenzen kommt vorab und man schon ein paar Tage einplanen sollte, damit auch wirklich diese E-Mails gelistet werden und auch richtig rausgeschickt werden. Das war zumindest irgendwie vor ein, zwei Jahren noch so. Vielleicht sind die mittlerweile auch besser geworden. Aber wenn ihr jetzt die Zeit habt, dann könnt ihr jetzt quasi auch schon die E-Mail-Kampagnen aufbauen. Ihr könnt auch zum Beispiel sagen, dass sich die Audiences dann erst zum Zeitpunkt kurz vor dem Raussenden dann zusammenstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt schon wirklich alles planen und könnt euch dann an Black Friday zurücklehnen. Genau. Und das bringt uns auch zu diesem letzten Punkt, dem fünften Punkt. Caro hat es ja schon erwähnt, der neben wie kriegt man mehr Kontakte in die Liste, damit man Leute bespielen kann und dem Punkt, okay, wenn man jetzt diese Kontakte hat, wie kann man dann sicherstellen, dass die Leute kaufen, ist vor allem der fünfte Punkt, mehr Retention, das A und O, warum es so kritisch und irgendwie wichtig ist, Erfolg zu haben an Black Friday oder nicht, ist eben diese Kundenbindung. Wie schafft man es, dass Leute auch wirklich dabei bleiben? Und um das nochmal so ein bisschen irgendwie in Relation zu setzen, vor allem mit diesen gestiegenen Kundenakquisekosten, Caro hat es schon am Anfang erwähnt, ist es wirklich so, dass am Ende die wiederkehrenden Kunden und Kundinnen die wahren Umsatztreiber sind und am Ende auch diejenigen sind, die darüber entscheiden, ob eben eure Kampagnen profitabel sind oder eben nicht. Und wenn ihr das gut macht, wenn ihr jetzt guckt, auch schon jetzt überlegt, wie man schafft, die Leute weiterhin im Nachgang zu bespielen, dass sie auch da dann wieder kaufen, werdet ihr auf jeden Fall mehr Erfolg haben und auf jeden Fall profitable Kampagnen fahren können. Hier nochmal, wenn ihr euch fragt, ja okay, warum, das hört sich jetzt irgendwie ganz, das hört sich zwar irgendwie sinnvoll an, aber hier nochmal ein paar Zahlen, wo ihr dann wirklich auch konkret drauf gucken könnt und nachgucken könnt, okay, wie gut seid ihr eigentlich gerade in der Retention, beziehungsweise wenn ihr dann im Dezember seid und zurückguckt auf Black Friday und analysiert, war das gut, war es nicht so gut, ein paar Daten, die Retention X, ein Tool, was wir auf jeden Fall sehr feiern, hier an Daten mitgegeben hat, die auch eine Shopify-App sind, die auch verschiedenste Daten von verschiedenen Shops auswerten. Und die haben so ein bisschen verglichen zwischen den Shops, die extrem gut sind auf Shopify und den Shops, die so mittelgut bis schlecht sind. Und typischerweise als so Benchmarks gesetzt zu werden, wiederkehrende Kunden, also diejenigen, die einmal kaufen, danach wiederkommen, sollten typischerweise bei 50% und drüber liegen. Das ist auf jeden Fall das, was erfolgreiche Brands ausmacht. Das heißt, da müsste man jetzt mal reingucken und gucken, okay, wie viele Leute, wie viel Umsatz wird tatsächlich von den Leuten generiert, die wiederkehrend sind. Ziel sollte auf jeden Fall sein, diesen Wert so hoch zu treiben, wie es nur geht. Gleichzeitig ist es spannend, sich mal anzugucken, was ist eigentlich der Schritt zwischen Erstbestellung und Zweitbestellung. Weil das typischerweise der Punkt ist, wo man es schafft, Kunden quasi von Erstkäufern zu loyalen Kunden zu begeistern und sicherzustellen, dass sie auch ein zweites, drittes, viertes Mal kaufen. Heißt, diese Zahl ist extrem spannend und die sollte ist bei erfolgreichen Brands tatsächlich auch hier über 50%. Das heißt, über 50%, die einmal bestellt haben, werden auch ein zweites Mal bestellen. Bei Low-Performern, wie es Retention X genannt hatte, also den Shops, die nicht so gut performen, ist es klassischerweise unter 25%. Heißt, hier diese Zahl auch auf jeden Fall mal angucken und gucken, wie ihr abgeschnitten habt. Und entsprechend wisst ihr dann, ob ihr daran irgendwie die Stellschraube noch drehen müsst oder eben nicht. Und dann natürlich ist auch immer spannend zu gucken, okay, über welchen Zeitraum sollten wir das Ganze gucken. Generell ist es extrem relevant, oder was Retention X sieht, ist, dass innerhalb von 365 Tagen passieren soll. Das ist natürlich jetzt so eine Pi mal Daumen-Sache. Es gibt bestimmte Produkte, wo der Zeithorizont sehr, sehr viel länger ist. Bei anderen Produkten, Konsumprodukten vielleicht auch wesentlich kürzer. Aber trotzdem sollte man es versuchen hinzubekommen, innerhalb von 365 Tagen die Leute zum zweiten Mal für eine Bestellung zu begeistern, weil sonst einfach die Gefahr besteht, dass sie dich vergessen. Und auch spannend, nochmal ein Grund mehr, warum man auf diese Retention achten sollte, auf die wir jetzt ja gleich nochmal tiefer eingehen,
Typischerweise ist es so, dass der durchschnittliche Warenkorbwert mit jeder einzelnen Bestellung von wiederkehrenden Kundinnen und Kunden weiter steigt. Das heißt, klassischerweise ist es so, bei der ersten Bestellung wird ein bestimmter Warenkorbwert bestellt, der ist aber gar nicht so hoch. Und mit jeder weiteren Bestellung gewinnen die Kundinnen und Kunden weiter Vertrauen und gewöhnen sich an ein Produkt, kennen die Stärken und so weiter. Und dann klassischerweise sieht man das auch in den Daten, dass die durchschnittlichen Warenkorbwerte immer weiter steigen mit jeder wiederkehrenden Bestellung. Gut, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Caro, ist mal wieder Zeit, dass du an die Reihe kommst. Genau, wir gehen jetzt nämlich tiefer rein in quasi das ganze Thema Retention und wie man da weitermachen kann. Genau, dadurch, dass es ja auch ein sehr zahlenlastiges Thema ist, haben wir euch aber noch ein paar Beweismittel mitgebracht, warum wir glauben, dass Retention eigentlich die heimliche Hauptrolle in diesem ganzen E-Mail-Marketing für Black Friday und Cyber Monday spielen sollte. Denn, wie wir in verschiedensten auch Beispielen gesehen haben, die Adrian ja gebracht hat von Stakehold, sind ja auch viele Marken vielleicht nicht so daran interessiert, die Altbestandskunden gut zu behandeln, sondern sich darauf zu konzentrieren, möglichst viele neue Kunden zu gewinnen. Und das ist ja bei Stakehold zum Beispiel im Beispiel passiert, obwohl sie auch gleichzeitig auch gut mit ihren Newsletter-Kunden umgegangen sind. Aber fast 60% der Leute sind der Meinung, dass eben die Bestandskunden einen höheren Stellenwert bekommen sollten. Und die Quelle ist übrigens CensusWide. Die haben 4000 Leute befragt, die online shoppen und das auch regelmäßig tun. Und daher kommen auch diese Zahlen. Wenn es jetzt darum geht, was für ein Angebot sollt ihr euch eigentlich ja machen? Sollen wir einen Rabatt machen oder was gibt's eigentlich noch für Alternativen für Black Friday? Dann gucken wir mal einfach auf die Markenwahrnehmung. Also 76% aller Befragten nehmen Marken als positiv oder sehr positiv wahr, wenn sie bedingungslose Rabatte anbieten. Bedingungslos heißt einfach, du brauchst nicht unbedingt einen gewissen Warenwert erreichen, du musst nicht unbedingt so viele Produkte kaufen, sondern du kannst machen, was du möchtest und bekommst immer den Rabatt. Da sagen 76%, das ist doch eigentlich mal ganz schön. Aber Alternativen dazu, die zu diesen puren Rabatten dastehen und auch besser für die Retention sind, sind folgende. Also 81% freuen sich über kostenfreien oder reduzierten Versand. Adrian hat es eben gerade auch nochmal angesprochen, kostenfreier Versand ist super für Abandoned Card Rates, also dass eben die Abandoned Cards eben nicht stattfinden, sondern eben, dass die Leute auch einfach glatt durch den Checkout durchgehen können, weil sie eben nicht von einer großen, von einem großen Porto irgendwie erschlagen werden. Weiter zum Thema Retention. 77% der Leute, der Befragten, freuen sich darüber und glauben, dass es die Marke positiv ist, wenn man Treuepunkte über Black Friday und Cyber Monday sammeln kann. Also wenn es nicht darum geht, ey, wir müssen irgendwie Rabatte sammeln, sondern wir müssen irgendwie Rabatte haben, sondern wir können auch Punkte sammeln, das wird auch sehr positiv wahrgenommen. 72% freuen sich über Early Access. Auch wieder so ein Ding, was Adrian beschrieben hat. Da können wir mit Kampagnen auch steuern, hey, welche von unseren Audiences, welche von unseren Listen bekommt diesen frühen Access und wie wollen wir sie ja quasi ja behandeln? Und wenn ihr sagt, nee, ich habe keine Lust auf dieses Rabattspiel, ich habe keine Lust, irgendwie meinen Porto irgendwie anzupassen oder ein neues Treuepunktesystem aufzuspannen, dann könntet ihr überlegen, wenn es zu eurer Marke passt, ob ihr mit Non-Profits arbeitet. Also ob ihr vielleicht Spendenangebote, so Thema White Friday, quasi mit reinnehmt. Das heißt, dass ihr nicht unbedingt einen Rabatt macht, sondern eben ein Teil des erwirtschafteten Geldes geht dann zum Beispiel an eine Charity, vielleicht sogar der Wahl der Kunden oder eben die ihr euch ausgesucht habt. Darüber, das finden 67% der Leute auch sehr spannend. Das heißt, das sind Alternativen. So, die Folie sieht jetzt fast genauso aus, aber jetzt geht es um die Conversion. Was motiviert die Leute eigentlich wirklich zum Kauf? Hier sind 74%, da freuen sich über einen Rabatt, die sagen, das motiviert mich zum Kauf. Aber wieder die Alternativen. 76% sind es beim kostenfreien oder reduzierten Versand, 73 bei Treuepunkten, 70 für Early Access und 62 für eben Spendenangebote. Das heißt, wir verlieren im Vergleich zur der Markenwahrnehmung und der Conversion eigentlich nur ein paar Punkte. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also wir wollen euch hier auch mal ein paar Alternativen aufzeigen, wie ihr Alternativen zu Rabatten haben könnt, aber eben auch Dinge, die eurer Retention und der Relationship mit euren Kunden einfach besser tun können als so pure Rabatte. Und eben eure Marke auch nicht ganz so aushöhlen. Was für Flows gibt's aber dann noch dazu, die sich eben auf die Retention fokussieren? Da haben wir einen ganz großen Klassiker mitgebracht, den ihr hoffentlich auch alle schon installiert habt vielleicht. Shopify gibt euch da ja tolle Möglichkeiten, und zwar der Back-in-Stock. Da geht's im Prinzip darum, Leute tragen sich ein, wenn ein Produkt nicht mehr verfügbar ist, und dann können sie sich quasi auf eine Liste setzen lassen. Und dann bekommen sie einen Alarm quasi, eine Nachricht, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. So schön, so gut. Aber jetzt kommt der größte Fallstrick. Und zwar, ihr müsst in Klaviyo folgende Einstellung machen. Normalerweise ist bei Klaviyo die Minimum Inventory, also das minimale, neu dazugekommene Back-in-Stock-Inventar, 1. Das heißt, es reicht schon, wenn ein einziges Produkt einfach zurückgegeben wird und dann wird der Back-in-Stock losgetreten. Das ist natürlich ein Problem.
Hier müsst ihr gucken, was passt zu eurer Marke, wie beliebt sind die Produkte und so weiter und so fort. Dann müsst ihr einfach gucken, ja, welche Zahl ihr da einstellt. Vielleicht 10, vielleicht 20, wenn ihr wirklich eine Audience habt mit mehreren tausend Leuten oder vielleicht sogar hunderttausenden von Leuten, dann müsst ihr die Zahl natürlich definitiv hochschrauben, aber da müsst ihr auf jeden Fall gucken. Unter Accounts müsst ihr das einstellen. Und genauso wichtig ist quasi die Benachrichtigungsstrategie, die Notification Strategy. Sollen allejenigen, die in dem Flow sind, auf einmal die Nachricht bekommen? Oder soll das stückchenweise, häppchenweise passieren? Ich bin großer Freund von häppchenweise. Also wir benachrichtigen die AbonnentInnen in so kleinen Gruppen von zum Beispiel 5 für jede Stunde. Und dann staffelt sich das so hoch. Denn wie ätzend wäre das denn, wenn tatsächlich nur ein Produkt verfügbar ist und wir benachrichtigen alle 3000, die auf diesem Back-and-Stock-Flow sind, und dann kauft es irgendein Hansel und dann hat man es nicht mehr. Wie groß ist da die Frustration? Das heißt, um diesen Fehler zu umgehen, bitte einstellen, nicht vergessen. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, der Post-Purchase-Flow, wir haben letzte Woche auch eingehend darüber gesprochen, das ist euer bester Freund, eure beste Freundin für Retention. Rein praktisch betrachtet beginnt Post-Purchase bereits mit der Bestellbestätigung. Wenn ihr es also schafft, die schon schön darzustellen und vielleicht auch Informationen und vielleicht eure CI darüber zu bringen und nicht auf Shopify, Vorlagen zurückgreifen zu müssen, was ihr mit Klaviyo machen könnt, dann ist das auf jeden Fall gewonnen. Aber wir gehen quasi davon aus, wir müssen die Leute dann nach Black Friday zu Weihnachten hinbringen. Wir müssen sie über diese Zeit hinübertragen und das muss natürlich mit entsprechenden Inhalten passieren. Wir können das durch Spaltungen machen, wie eben Erstkunden können wir anders behandeln als Stammkunden, das müssen wir sowieso machen. Aber im Prinzip kann das dann folgende Inhalte sein, also quasi die Road to Christmas. Also wie überbrücken wir diese Wochen und die quasi zwischen Black Friday und Weihnachten liegen und vielleicht sogar noch darüber hinaus, um eben regelmäßig Kontakt mit unseren KundInnen zu haben. Und da sind mögliche Inhalte ganz klassisch, ne, produktspezifische Cross-Sells. Also das passt zu dem, was du gekauft hast oder andere kauften auch. Da müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr ein riesiges Portfolio habt, ist es vielleicht nicht möglich, dann nehmt euch einfach nur eure Bestseller raus und guckt dann, wie ihr da Produktkombinationen anbieten könnt. Auch cool sind Gift Guides. Also was sind eure typischen Geschenke aus eurem Shop oder gibt es coole Ergänzungen von anderen Shops? Gibt es vielleicht Kombinationen aus gewissen Marken, die immer gut ankommen? Was könnt ihr da machen? Da könnt ihr auch Tipps geben. Oder ihr gebt ganz normalen Content, also mal was selber basteln oder irgendwelche anderen ethischen Sachen oder coole Geschenkideen einfach, die vielleicht nicht unbedingt mit eurem Produkt zu tun haben, aber trotzdem von euch kommen und daher einfach auch ja als positiver Content wahrgenommen werden. Oder ihr stellt PartnerInnen vor, also natürlich idealerweise eure Charity-Partner, die ihr über die Black Friday und Weihnachtszeit mit unterstützt. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache. Und natürlich, je näher Weihnachten rückt, dann kommt quasi der Hinweis zum Beispiel auf die letzte Woche mit Versandoptionen, wo ihr sagt, hey Leute, time is running out, bitte mal angucken, es wird Zeit. Das wären zum Beispiel so Inhalte. Das könntet ihr alles nacheinander spielen, nicht unbedingt in der Reihenfolge, das liegt ganz bei euch. Aber das sind so Ideen, wie man eben diese 2 bis 3 Wochen bis Weihnachten quasi schafft. Und jetzt geht es auch darum, die Kraft des Ökosystems von Klaviyo und Shopify auszunutzen. Denn es gibt super viele Apps, die euch dabei unterstützen, KundInnen bei euch zu halten. Und zwar zum Beispiel Loyalty-Apps. Beispiel Loyalty Lion. Da könnt ihr unterschiedlichste Flows einsetzen, wenn die Leute zum Beispiel Punkte gesammelt haben und ein gewisses neues Level erreicht haben. Oder ihr könnt gucken, es gibt Reminder, also jeden Monat oder jedes Quartal gibt es dann Reminder, hey, du hast noch 300 Punkte von Black Friday, willst du die nicht ausgeben? Das könnt ihr über das ganze Jahr überspannen und vielleicht auch Verfallswarnungen. Also wenn jemand ein Jahr lang nichts gekauft hat, könnt ihr noch eine kleine Erinnerung, hey, du hast noch 300 Punkte, löst sie doch mal ein. Und das gibt es zum Beispiel bei Loyalty-Apps wie LoyaltyLine oder Smile.io. Was natürlich auch cool ist, sind Bewertungen. Also Bewertungssysteme sind natürlich extrem wichtig im E-Commerce und da gibt es auch wunderbare Schnittstellen zu Klaviyo, zum Beispiel von Reviews.io. Und da kann man so ganz grundlegend, ihr kennt es alle, Bewertungseinladungen schicken. Und aber was das Spannende ist, ihr könnt dann bewertungsabhängige Behandlungen quasi vornehmen. Wenn Leute euch zum Beispiel total schlecht bewerten, dann könnt ihr denen automatisiert in einem Flow eine Nachricht schicken und sagen, hey, möchtest du uns noch mehr Feedback geben? Oder es tut uns leid, dass du keine gute Erfahrung hattest, um diesen Customer Success Punkt wiederzugeben. Oder das Gegenteil, wenn jemand euch super gut bewertet, dann könntet ihr einfach dahinter her schießen und sagen, ey, fantastisch, vielen Dank für deine gute Bewertung. Wenn ihr ganz crazy seid, könnt ihr denen auch noch einen kleinen Bonus dazu geben. Das geht natürlich auch.
Und was natürlich auch ganz, ganz wenig bis jetzt gemacht wird, sind so Kundenservice- und Customer-Success-E-Mails, also von Gorgias oder von Zendesk, dass man sagt, okay, wir geben den Leuten, wenn die zum Beispiel ein Customer-Service-Ticket aufgemacht haben, einfach nochmal ein Update in so einem Flow. Also hier unten sieht man ja, wenn die Leute ein Ticket geöffnet haben und zum Beispiel hier in Deutschland sind, haben wir mal so gefiltert, dann bekommen die hier von Ryzen zum Beispiel einfach ihre Nachricht, wo dann einfach drinsteht, ganz, ganz plain und ganz, ganz simpel, wir sind dabei, wir haben gerade ein hohes Aufkommen, aber das hilft auf jeden Fall schon. Warum sage ich das, dass man das mit Klaviyo machen kann? A, weil man viele Sachen schön automatisiert und eben nochmal schön channeln kann, aber auch, weil ihr mit Klaviyo Gestaltungsmöglichkeiten habt. Jedes von den Tools, die ich gerade erwähnt habe, hat eine eigene CI, hat einen eigenen Look und ihr könnt Logos einfügen, ihr könnt Sachen machen, das stimmt auch. Aber wenn ihr das wollt, dass ihr einen gemeinsamen homogenen Markenauftritt habt, dann schafft ihr das hauptsächlich, wenn ihr das über Klaviyo mitmacht. Und das sind einfach Sachen, wo ihr ja auch die Retention mitmachen könnt. Und jetzt seid ihr eigentlich startklar für den Winter und Herbst. Und das haben wir heute besprochen. Noch ein kleines Recap, bevor wir es ins Q&A gehen. Also wir haben uns gefragt, wie müsst ihr euch die Frage stellen, ist Black Friday, Cyber Monday eigentlich relevant? Wie wollen wir als Marke darstellen? Sind wir überhaupt vorbereitet? Haben wir Ziele? Also gibt es eine Strategie oder gibt es gar keine? Wo soll unser Weg hingehen? Wir haben besprochen, wie ihr mit Pop-ups beispielsweise mehr Kontakte gewinnt und worauf ihr achten könnt bei verschiedenen Personas. Und wir haben natürlich auch drauf geguckt, okay, wie generieren wir mehr Bestellungen über diverse Flows und auch nochmal das Thema Retention, also wie behaltet ihr die Menschen, die ihr sowohl als KundInnen als auch als New Subscriber behaltet, und genau, das wäre jetzt so der Recap.